Hallo Welt, da sind wir wieder. Hier an einem Sicherheitsterminal. Unter dem Bostoner Flughafen sind wir. Oh. Wir dürfen entschlüsseln. Oh, vielleicht sollten wir ein paar Mentats vorher einschmeißen. Aber so viele Möglichkeiten gibt's ja jetzt auch nicht. Kams. Rests. Cobra. Gross. Passwörter entfernen, falsche Einträge. So, spitze Klammer auf und zu, wo seid ihr alle? Und eckige Klammer auf und zu und geschweifte Klammer auf und zu und eckige Klammer, da haben wir sie. Wenn es eine gibt, auch eine runde, geschweifte. Ja, prima. Jetzt kann doch eigentlich nichts mehr schief gehen. Wir haben hier oben Stace übersehen. Ah. Gross war das letzte, dann eben Tires. Nein, ich meinte Drink. Bin drin. Jawohl. Turmsteuerung. Mhm. Standardisierte Turmsteuerung, Firmware Version 0.13, verbundene Einheiten 2. Admin Geschützturm, Verteidigungssystem. Bitte seien Sie vorsichtig. Gehen Sie stets davon aus, dass Türme geladen sind und scharfe Munition verschießen. Aktivieren? Nein. Über Ihr Verteidigungssystem? Ja. Nein, doch nicht. Das kennen wir schon. Systemdiagnose. Offline. Alles sauber. Alles offline. Ja, prima. Vorsicht, Vorsicht. Nicht, dass du fällst. Zug fährt in Minuten auf Plattform. Bitte zurückbleiben. Curry, ich muss mal... Oh, Moment. Schon gut. War Fehlalarm. Nur heiße Luft. Es ist untersagt zu sein... Oh, Moment. Der hat nichts mehr. Komm, wir gehen. Ausverkauft heute. Ah, noch eine saubere Postbotenuniform. Und wir dachten, so etwas gibt es nicht mehr. Ja, ich weiß, wir sind zu schwer. Wir werfen mal so ein paar Sachen ab, ja? Mal gucken, was brauchen wir denn nicht mehr? Oh, wir können eine Kleinigkeit trinken. Und essen. Hatten wir nicht auch Hunger und so? Das war nicht richtig. Zumindest nicht die richtige Taste. Lethargie, Schlaflosigkeit, müde, ausgehungert, ja wirklich. Und leicht dehydriert, überladen sind wir natürlich. Also Durst und Hunger haben wir durchaus, ja. Moment, was ist denn richtig schwer? Maulwurfsrattenhappen, nicht wirklich. Mutantenhundekeulen, auch nicht. Red Kakerlakenfleisch, nein, aber das Red Skorpionsteak.
Das wiegt ordentlich. Oh, da kommen wir aber nicht mal annähernd hier auf unser Kampfgewicht, das wir brauchen. Immer noch durstig, hm? Ja, Zigaretten finden wir noch, Curry. Ich glaube, du hast sowieso immer welche dabei. Wo ist denn unsere Mini-Atombombe geblieben, die wir mal aufgesammelt haben? Ach, da sind wir doch stecken geblieben und haben neu geladen. Und dann haben wir keine mehr mitgenommen, glaube ich, beim zweiten Versuch. Oh, jetzt sind wir überladen. Eigentlich können wir jetzt mitnehmen, was wir wollen. Wir sind ja sowieso überladen. Sollte sich darum nicht ein Leichenbeschauer kümmern? Ein Leichenbeschauer sollte sich darum kümmern, jawohl. Passagierliste. Flughafen Boston, Touristen, Informationsschalter nicht vergessen. Willkommen in Boston. Anbieten, Fragen zu beantworten. Touristen auf verbundene Unternehmen, Marketingpartner hinweisen und der Flugplan. Wo ging's denn hin? Geplante Flüge, Fehler, Verbindung fehlgeschlagen und geplante Abflüge, nein, auch fehlgeschlagen. Keine Ankünfte, keine Abflüge mehr. Gastronomie, Oh, Bostoner Gastronomie. Woche vom 17.10. bis 23.10.77. Beantown Brewery. Ah ja, von 16 bis 18 Uhr. Montag bis Freitag. 12 bis 19 Uhr an den Wochenenden. Ah ja. Lassen Sie sich ein echtes Bostoner Original sprechen. Schauen Sie sich Hopfen und Brauanlagen in unserem Besucherzentrum und Museum an, bevor Sie einige der besten Ale- und Lagerbiere aus Boston genießen. Brauereiführungen nur nach vorheriger Anmeldung. Schankhaus Shamrock. Und von 11 bis 23 Uhr, Montag bis Donnerstag, 11 bis 4 Uhr am Freitag? Nein, Freitag bis Sonntag, ja. Doch. Ja. Ja, warum nicht? Am Wochenende länger geöffnet, bis in die Nacht rein. Was gibt es nach einem harten Arbeitstag Schöneres als einen Abend in der Kneipe? Shamrock bietet ihnen Spaß, nette Leute und gute Preise. Authentische irische Gerichte. Täglich neue Aktionsdrinks. Die besten Fassbiere, Whiskys und Schnäpse aus dem In- und Ausland. Shopping. Boston Shopping, Woche 17.10. bis 23.10.77. Auch Kaufhaus Fallons, da waren wir schon. Öffnungszeiten variieren. Ganz gleich, ob Sie ein Schmuckstück suchen oder Ihren Kleiderschrank auffrischen wollen. Im Kaufhaus Fallons sind Sie richtig. Fallons verfügt über mehrere Filialen im Großraum Boston. Also sind wir immer da, wenn Sie uns brauchen. Sauber, nah, praktisch. Besuchen Sie auch unser Flaggschiffhaus in West Roxbury. Dort finden Sie unser vollständiges Sortiment. Haymarket Einkaufszentrum. Haymarket Einkaufszentrum, täglich von 10 bis 22 Uhr geöffnet. Kunst, edle Einrichtung, stets am Puls der Zeit. Wenn Sie ein Einkaufserlebnis suchen, das Ihren gehobenen Ansprüchen genügt, sind Sie im Haymarket Einkaufszentrum richtig. Haymarket für die schönen Dinge im Leben. Attraktionen.
Boston-Attraktionen. Woche, na, ihr kennt das ja, 17. bis 23. 10.77. Besuchen Sie den Freedom Trail. Haben wir schon gemacht? Täglich von 8 bis 19 Uhr erleben Sie die faszinierende und bewegte Geschichte des kolonialen Boston. Besuchen Sie den Freedom Trail. Geführte Touren beginnen halbstündlich von 8 bis 19 Uhr am Boston Common. Nicht geführte Touren ebenfalls möglich. Sehen Sie die Schätze von Jamaica Plain. Täglich von 8 bis 17 Uhr geöffnet. Bewundern Sie die großartigen Schätze von Jamaica Plain. Diese unglaubliche Ausstellung ist nur eine Woche geöffnet, dann werden die unbezahlbaren Ausstellungsstücke für alle Zeiten eingelagert. Geh zur Stadtbibliothek Boston. Geöffnet von 9 bis 17 Uhr, montags bis samstags, 13 bis 17 Uhr am Sonntagen. Als landesweit zweitgrößte Bibliothek bietet die Stadtbibliothek Boston eine große Auswahl von Büchern und historischen Aufzeichnungen. Jeden Tag finden Vorträge, Lesungen und Rezitationen mit freiem Eintritt statt. Zeiten bitte telefonisch erfragen. Kunst- und Architekturführungen werden ebenfalls angeboten. Kommen Sie vorbei, wenn Sie Boston besuchen. Entliehene Bücher können Sie an jeder unserer Buchrückgabemaschinen abgeben, die im gesamten Stadtgebiet bequem zu erreichen sind. Oh, wie interessant. Oh, das war's. Komm, Curry. Das ist schön. Da waren wir an den meisten Plätzen. Das finde ich voll cool, dass man daran erinnert wird, da gewesen zu sein. Eine Ushanka wollen wir nicht. Hallo Ghoul. Oh oh, nachher stecken wir wieder fest irgendwo. Oh, hey, wir sind aber reingekommen. Hey, 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 so falsch ist das hier nicht. Wir sollten aber noch tiefer gehen. Uhuhu, hier geht's runter. Wir haben ihn umzingelt, habt ihr gemerkt? Los, probiert es doch mal. Ja, genau. Nicht schlecht, oder? Alles gut. Wartet. Ich hol euch noch mehr. Füttert er die Ghule hier? Echt? Krass. Wir haben sowas schon mal erlebt. Psst. Ja. Er füttert die Ghule. Vielleicht bekannt. Hä? Wer ist da? Komm raus! Hey! Na? Du? Hier verschwinden die Vorräte. Ist das nicht sehr schade für die Vorräte? Die Ghule sind wild, weißt du? Na, wir gucken mal hier rein. Passwort! Oh nein! Wandering? Das war aber richtig! Universal. Universal ist richtig. Nein! Hier. Das ist richtig. Oh, Endorphin. Ach ja, genau. Jetzt fällt es mir wieder ein. Das ist das Richtige. Nein, doch nicht. Ich habe nur einen Scherz gemacht. Moment. Hier. Moment. Hier. Und hier auch. Und außerdem haben wir noch hier was. Und hier. Da bleibt ja nichts mehr übrig gleich. Okay, ich weiß, ich kenne das richtige Wort. Das hier. Ich meine, genau das hier. Na also. Ah, ich hab's doch gewusst.
Mikrotraktoren-Steuerung. Okay. Dieses Interface ist ausschließlich für Techniker mit Robco-Lizenz vorgesehen. Der unsachgemäße Umgang mit Protektron-Einheiten kann bleibende Schäden verursachen. Status: Einheiten laden, inaktiv. Verbunden: 2 Einheiten mit diesem Terminal verbunden. Bitte auswählen. Einheiten aktivieren. Persönlichkeitsmodus wählen. Nein, das wollen wir alles nicht. Das kennen wir außerdem schon. Ah, oh, 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 oh. Prima. Curie. Guten Morgen, Chef. Ach, endlich. Guten Morgen, Curie. Man hat immer ein ganz ungutes Gefühl, wenn man nicht speichern kann. Wenn man nicht schlafen kann, meine ich. Hey, wo willst du hin? Ich bin noch da. Immer mit der Ruhe. Du kommst schon noch dran. Wir haben dich nicht vergessen. Er will es doch. Er hat gerade schon gesagt, dass er es will. Und jetzt will er es wirklich. Okay, erzähl mal. Wer sind die Ghule? Kennst du die? Freunde von dir? Clark. Was machst du hier unten? Was ist los? Ha, ich bin dir gefolgt. Rede du. Untersuchung. Was ist hier los? Was ist hier los, Clark? Ach, irgendwann musste es ja rauskommen. Das konnte ja nicht ewig so weitergehen. Was kann nicht ewig so weitergehen, hm? Was kann nicht weitergehen? Lebensmittel zu stehlen. Ich bin bei der Logistik. Keiner hat nachgefragt, als ich sie aus dem Terminal holte. Ich brachte sie nachts hierher, um die Ghule zu füttern. Es hat funktioniert. Bisher. Es hat funktioniert? Was meinst du mit... Es hat funktioniert. Warum tust du das? Ist eine lange Geschichte. Ich hatte mal einen Freund, der ein Ghul war. So menschlich wie du und ich. Aber die Bruderschaft. Für die Bruderschaft sind sie ausgeboten. Sie verdienen es zu sterben. Würdest du ihn töten? Nur für das, was er ist? Er war ein wilder Ghul? Ich meine, ich liebe Ghule, aber keine Wilden. Ein Wilder? War er ein wilder Ghul? Welchen Unterschied macht das? Waren die nicht alle mal Menschen? Ich kam vor 2 Jahren zur Bruderschaft. Die ganze Zeit über habe ich nie unsere Überzeugungen angezweifelt oder in Frage gestellt. Aber bei der Schlacht um den Flughafen kamen immer mehr Ghule. Ich weiß nicht mehr, wie viele ich getötet habe. Sie liefen weg, aber wir machten weiter. Tötete sie. Ich habe sie alle getötet. Was hast du erwartet? Ja, und das waren Ghule, Wilde. Ah, das ist Krieg. Du warst gezwungen? Nein. Was hast du erwartet? Was hast du erwartet? Du wusstest, wofür die Bruderschaft steht. Nein, eigentlich nicht. Nicht bis zu diesem Zeitpunkt. Nach der Schlacht musste ich nachdenken. Ich fand diesen Ort und die Ghule. Was sollte ich tun? Es melden? Dann wären sie abgeschlachtet worden. Sie ignorieren? Dann hätten sie unsere Basis angegriffen. Ich dachte, wenn ich ihnen zu essen bringe, bleiben sie vielleicht unten. Dann hätte es nicht noch mehr Tote gegeben. Glaubst du, ich habe das Richtige getan? Na ja, geh doch mal runter und frag sie. Tatsächlich? Ausweichend? Nein, ja... Wir fragen. Tatsächlich? Glaubst du es? Ich weiß es nicht mehr. Was wirst du mit ihnen tun? Was meinst du mit mir? Ich bin unsicher. Sie vernichten. Nichts sagen. Was meinst du? Was sollten wir deiner Meinung nach tun? Lass sie in Ruhe. Solange sie hier bleiben, schaden sie niemandem. Und wenn jemand reinfällt? Er wird doch gefressen. Das ist in jedem Zombie und überhaupt, überall ist das immer. In jedem Film. In jeder Serie. In immer. Der ihnen hilft, wird nachher gefressen. Ich bin unsicher. Ich weiß es noch nicht. Gar nicht so einfach, oder? Und was ist mit mir? Stell dich an die Wand. Du solltest verschwinden. Ihn verdammen. Ich werde lügen. Naja, vielleicht erklärst du's und ich glaube, die haben auch einen guten Psychologen an Bord da oben. Die helfen dir bestimmt.
Du solltest dich stellen. Das stimmt wohl. Der Captain wird es nicht verstehen, aber so ist es ehrenhaft. Vielleicht respektiert er das wenigstens. Ich brauche ein paar Minuten, um mich zu sammeln. Geh, der Aufzug ist im anderen Raum. Nimm meine Schlüsselkarte, ich komme gleich. Spring nicht darunter. Es ist ein Wunder, dass du dich überhaupt nicht bewegen kannst. Ja, Curry. Seltsam, oder? Was hast denn du hier gefunden? Versteckst du hier deine Kronkorken? Oh, Entschuldigung. Alles gut? Alles gut, hoffe ich. Mach keine Dummheiten, ja? Ja, liebe Welt da draußen, wir sind, wie zu erwarten, wieder am Ende der Folge und ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Müssen wir wirklich aufstehen?